Ja, wunderbar. Dann scheint die Technik zu funktionieren. Alles läuft. Das Feedback ist prima. An der Stelle, genau. Hallo, Ralf, Christina, Robert, Christoph, David, Manfred. Perfekt. Alles wunderbar. So wie es sein soll. Dann sage ich erstmal recht herzlich willkommen zu unserem heutigen JFD Live-Event. Hier der zweite in diesem Jahr mit unserem geschätzten Christoph Enslin, der gleich noch zu uns stoßen wird. Ihr wisst, was das Thema ist. Neben Education, Ausbildung, Fortbildung und Trading eben auch hier der algorithmische Handel. Und hier sehr, sehr spannend, was wir da wieder vom Christoph erfahren werden. Ansonsten, warum sind wir heute hier? Weil wir JFD schon seit Beginn an vieles anders machen und eben auch vom Broker zur Bank transformiert sind in diesem Jahr. JFD Bank jetzt das Motto. Und hier schaut's auf der Website vorbei, was wir euch anbieten. Aus einem Account heraus mehr als 9 Anlageklassen bzw. 8. Und dann kommen noch die Kryptos und der kostenfreie Aktienhandel dazu. Das sind Sachen, die einfach riesige USPs sind. Und natürlich hier unser Webinar- und Research-Bereich. So seid ihr ja wahrscheinlich auf uns gestoßen im Rahmen dessen, was heute auf der Agenda steht. Hier viel, viel Content. Und neben diesem heutigen Event zu dem Non-Farm Payrolls, US-Arbeitsmarktbericht, erster Freitag im Monat, der jetzt hier dann knapp in 13 Minuten startet. Deswegen gebe ich das Mic auch gleich weiter. Haben wir hier nochmal der Hinweis am 18.09. auch den Live-Event zur US-Notenbank. Sitzung. Auch hier kurz vor Beginn steigen wir ein in den Markt und da wird es definitiv sehr, sehr spannend. Okay, heute natürlich Christoph am Start. Ich schieße den Sharing mal rüber. Deswegen seid ihr hier. Unser Live-Event eben mit ORB, Open Range Breakout Algo Einsatz. Und hier Christoph, ein geschätzter, ja, Kollege aus dem Raum Stuttgart, aber hier ansässig in den USA, hier am Start. Und insofern fein, dass wir uns heute wieder hier zusammengefunden haben. Ganz klar auch der Risk-Disclaimer, liebe Leute, ihr wisst das, das sind keine Handelsaufforderungen, sondern hier mehr einfach nur ein Hinweis im Rahmen einer Marketinginformation. Wie man was machen kann. Handelsentscheidungen trefft ihr natürlich immer selbst und alles entsprechend eigenverantwortlich. So, jetzt müssen wir aber dann mal zum Christoph schalten, damit wir nämlich hier auch mal einsteigen können, weil das letzte Mal, die das letzte Mal dabei waren, werden wissen, dass wir hier so kurz vor dem Go gestartet sind und hier an der Stelle noch wild bei den Einstellungen waren. Christoph, dein Mic habe ich schon mal angeschaltet. Ich werde dich jetzt mal zum Moderator ernennen, nicht wundern. Und dann an der Stelle wird das Bild mal kurz switchen. Halli. Super. Christoph? Ja, könnt ihr mich hören? Halli, hallo, kannst du mich Perfekt. hören? Perfekt. Bild ist auch da. Ah, super. Christoph ist da, Bild ist Bild ist auch da, da. super. Jetzt ganz kurz nochmal Feedback Perfektometer. für alle Teilnehmer. Könnt ihr das bestätigen? Aber es wird so sein. Die Technik gibt uns hier natürlich alles vor. Christoph, ich will nur kurz sagen, danke, dass du wieder die Zeit nimmst am heutigen Tag. Obgleich bei dir natürlich noch eine ganz andere Zeitzone. Ja, da kannst du gleich noch kurz was sagen, bevor wir einsteigen. Und dann gebe ich auch das Mikrofon zu dir. Und die Bühne ist dir für alle Teilnehmer noch. Wir werden das auch aufzeichnen, das Webinar. Es wird auch noch einen Nachgangsmailer geben. Und wie so oft, wenn wir hier das ein oder andere Live-Webinar mal starten, gibt es auch noch ein Geschmäckle zum Schluss vom Christoph. Aber dazu dann mehr. Christoph, your time. Ja, vielen Dank, Chris. Super, super Einleitung, wie immer. Ja, wir haben aus dem letzten Mal gelernt, und ich habe hier schon mal die EAs vorbereitet auf dem Chart, sodass ich zeige Ihnen natürlich, wie die aufgesetzt sind und wie die funktionieren. Aber dank deines Feedbacks, Chris, haben wir dazugelernt und sind es wahrscheinlich weniger hektisch unterwegs als das letzte Mal. Perfekt. Genau, also es geht um den Ausbruchshandel grundsätzlich, Ausbruchshandel aus Ranges zu Terminen, zu Zeitpunkten, an denen Ausbrüche, starke Ausbrüche, ja, zu erwarten sind, weil sie eben historisch immer wieder, ja, berechenbar oder nicht unbedingt berechenbar, aber zumindest zu erwarten waren. Und dazu nehme ich gerne, und das ist eben der heutige Termin, um 14:30 Uhr, die Non-Farm Payroll, die Payrolls, der US-Arbeitsmarktbericht, ist eben ein toller Anlass dazu. Kurz zu mir, mein Name ist Christoph Enslin, ich
bin bei der, ich habe meine Firma, die Mindful FX UG in Stuttgart, und wir programmieren EAs, sprich Algorithmen. Regelbasiertes Handeln stellen wir auf Autopilot für Sie und ja, für uns selber natürlich auch. Sie sehen, wir werden auch hier den heutigen Handel, es läuft auf dem Echtgeldkonto. Wir haben das jetzt schon 2, 3 Monate, glaube ich, am Laufen, auch hier den NFP-Handel mit diesem einen EA, mit diesem speziellen. Da ist jetzt eine neue Version da. Komme ich auch noch dazu. Aber genau, noch kurz was zu mir. Ich bin seit gut, was war's, jetzt sind es schon fast 8 Jahre, in denen ich, ne, es sind schon über 8 Jahre, in denen ich EAs programmiere. Ich bin schon 30 Jahre im Börsengeschehen, nehme ich teil oder interessiere mich zumindest dafür. Und das ganze regelbasierte Handeln begann so vor ungefähr 10 Jahren und mündete dann in das Programmieren von EAs vor eben ungefähr 8 Jahren. Ja, seitdem ist viel passiert. Wir haben zum Beispiel eben diese Open Range Breakout Strategie für Sie programmiert. Die ist grundsätzlich, glaube ich, wahrscheinlich vielen schon bekannt. Es geht darum, eine Range festzulegen, zeitmäßig eine Range festzulegen. Ich nehme mal dieses Chart, das ist, glaube ich, besser. Wir legen zeitmäßig eine Range fest. Das ist hier jetzt eine ganz, ganz kurze Range, eine 5-minütige Range oder eine 6-minütige, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kerzen. Die Range von diesen Kerzen wird gemessen und dann werden Ausbrüche daraus gehandelt. Wie Sie sehen hier, nach Ende der Range-Messung geht der Kurs erstmal seitwärts und dann bricht er nach oben aus. Hier gehen wir Buy. Der Buy ist ein bisschen oberhalb von dieser oberen Grenze. Warum? Wegen dem Spread. Die Charts bei den allermeisten MT4-Brokern, inklusive auch JFD, sind auf Bid-Basis. Das heißt, Bid-Basis zum Bid-Preis können Sie immer nur eine Sell-Order starten oder eine Buy-Order schließen. Und wenn Sie eine Buy-Order starten, dann kommt eben das Schnäppchen-Spread oben mit drauf. Das hat aber jetzt grundsätzlich nichts mit JFD zu tun, sondern mit dem Markt. Es gibt einfach immer die Geld- und Briefspanne, die übrigens bei JFD extrem niedrig ist und auch zu solchen großen, starken Events relativ niedrig ist. Chris, du sagtest, ihr seid da immer unter den Top 3 unterwegs, ne? Obwohl die Spreads sich ausweiten. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Also das ist auch das, womit ja JFD groß geworden ist. STP, DMA, also Direct Market Access und eben direkter Marktzugang an den Interbankenpool führt eben dazu, dass wir da tatsächlich eben keine Preismanipulation machen, sondern das nehmen, was der Interbankenmarkt uns präsentiert. Und deswegen sind wir im Core-Spread-Bereich auch aktiv. Euro-Dollar so zwischen 0,2, 0,3 mal 0,4. Das dehnt sich natürlich bei News aus. Das muss jeder wissen. Deswegen gut, dass du es angesprochen hast. Viele denken immer bei News schnell rein, raus, Mickey Maus. Und ich habe mein Geld, aber natürlich der Markt kalkuliert hier auch Risiken ein, sprich eben die Liquiditätsanbieter, die Großbanken und andere, mittlerweile auch Hedgefonds. Und da ist es natürlich schon so, dass die Spreads sich ausdehnen, wenn das Risiko am Markt unsicher ist. Also wohin wird der Markt nun gedrückt? Und genau da gehen die Spreads auf. Und hier ist tatsächlich ein kleiner, aber feiner Unterschied zu sehen, dass viele diese Spreads dann nochmal mehr erweitern, um teilweise ihren Kunden auch schlechtere Ausführungen zu geben und sich teilweise auch selber zu bereichern an diesen Verlusten der Kunden. Und das kann dann natürlich nicht zielführend sein. Und drum richtig, da fahren wir eine andere Linie und auch sehr richtig, wie du das mit dem Bid und Ask beschrieben hast, sodass man da immer noch ein Stück weit Puffer einbaut, weil eben gerade. Und der Open Range Breakout-Algo ist ja auch ein News-Algo, hier natürlich immer mit Slippage zu rechnen ist. Also das muss einkalkuliert werden bei News. Das ist auch kein böser Wille. Das ist ein Markteffekt, der auch ganz typisch ist, der eben dazu führt, wenn Unsicherheit aufkommt, steigt die Volatilität und gehen in der Regel auch die Spreads immer auseinander. Genau. Und dann sehen wir hier zum Beispiel, das ist eben der Einstieg Buy auf der Oberseite mit dem Schnäppchen-Spread drauf, und der Einstieg Sell an der Unterkante, der folgt dann im Prinzip direkt im Tick unter der blauen Linie, unter der Range. Und das ist jetzt natürlich ein schönes Beispiel, wo beides in ein Gewinnszenario läuft. Hier wird ein Trailing-Stop nachgezogen. Man sieht es hier an diesem kleinen Strichchen. Das macht alles der EA, und dann läuft eben der
Kurs wieder runter und der Trade wird mitgewinnen, im Stop-Loss geschlossen. Auf der Unterseite ist jetzt das Beispiel hier, dass der Trade sogar ins Gewinnziel läuft, hier ins Take-Profit. Das ist jetzt bei dem EA mit einem Vielfachen der Range ausgedrückt. In dem Fall ist es, glaube ich, das Zweifache der Range, hier einfache, also hier die Range und die dann nochmal zweimal unten dran gehängt. Das ist das Gewinnziel. Was hier in diesem Beispiel, das ist natürlich jetzt idealtypisch, ja, funktioniert hat. Idealtypisch einerseits, aber andererseits, das ist wirklich das Trading, das letzten Monat passiert wäre zu den Non-Farm Payrolls. Und das werden wir jetzt versuchen, heute wieder zu wiederholen. Und ich zeige Ihnen das mal am Live-Chart. Ich habe hier drei. Es geht immer, was mir immer sehr wichtig ist zu vermitteln, es ist immer ein Portfolioansatz wichtig. Nicht immer alles auf einen Deal setzen, sondern immer schön streuen, dass wenn mal ein Verlustdeal dabei ist und der wird dabei sein, das ist Gesetz der Börse, dass der Ihnen nicht das Genick bricht. Und ich habe jetzt hier mal insgesamt sechs verschiedene Dealmöglichkeiten drin, und zwar zweidimensional gedacht ein Portfolio erstellt, also einerseits ein Portfolio aus Währungen, aus Währungspaaren, also ein Euro-Dollar, ein Dollar-Kan-Dollar und ein Dollar-Yen. Und dann auch noch ein Portfolio aus verschiedenen Einstellungen dieses EAs. Ja, einmal hier und hier. Und das zeige ich Ihnen, wie ich die verschieden eingestellt habe. Einerseits hier der Open Break, der EA MFX Open Range Breakout Basis. Von der Handelslogik sind die identisch, ist Basis und Deluxe sind identisch, aber sie sind eben, der Deluxe hat ein bisschen mehr Einstellungsmöglichkeiten. Also beim Basis zeige ich mal kurz, wie ich den eingestellt habe. Kurzes Risiko- und Lizenzvereinbarung habe ich natürlich, bin ich mit einverstanden. Die Range wird wirklich nur ganz, ganz kurz gezeichnet. 13:25 Uhr bis und jetzt einschließlich der 13:30 Uhr Kerze. Das ist jetzt wichtig für diese Einstellung. Das ist also inklusive der Ausbruchskerze, inklusive der Kerze, die eine Minute nachdem der schon die NFP-Zahl schon bekannt ist. Und erst dann, eine Minute später, will ich einsteigen. Das ist eben Teil des Portfolios, um Slippage-Risiken zu minimieren, weil eine Minute später ist in der Regel die Slippage nur viel, sehr, sehr viel geringer, weil die Spreads wieder auf Normalstand sind. Was den Rest angeht, sage ich noch gleich nachher was dazu, aber wir laufen wieder nahe an die Uhrzeit, das sind noch 1,5 Minuten, deswegen zeige ich jetzt kurz mal noch den anderen. Hier habe ich die Range von den morgendlichen Stunden seit 7 Uhr, und das ist übrigens Serverzeit, ne? Also wir sind zwar in Deutschland, bei 14 Uhr geht es um 14:30 Uhr, aber der Trade-Server und die Charts beim MJF, die MetaTrader, laufen eine Stunde eine Stunde zeitverschoben zurück, und deswegen müssen wir hier natürlich den Chart in Chart-Zeitzone denken. Also hier 13:29 Uhr, die 13:29 Uhr Kerze, die endet um 13:30 Uhr oder 13:29 Uhr und 59 Sekunden, und dann kann der EA Punkt 13:30 Uhr mit dem Paukenschlag sozusagen dann handeln. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Sekündchen. Ich sage noch mal kurz was dazu. Ich habe hier noch einen MA-Filter mit drin, jetzt hier beim Deluxe, den habe ich hiermit aktiviert. Und zwar ist es im 5-Minuten-Timeframe 576 Kerzen. Das sind 2 Tage, das sind 24 Stunden. Und der EA darf nur in die Richtung handeln, also wenn der Kurs oberhalb des MAs ist, darf er nur Buys machen. Wenn der Kurs unterhalb des MAs ist, darf er nur Sells machen. So, die letzten Genau, 5 Sekunden laufen. genau, jetzt gucken wir auf die Charts und schauen, ob wir schöne Ausschläge haben oder nicht. Wir sehen ja schon, die 13:30 Uhr Range ist schon fertiggestellt, und jetzt kommen die Ausführungen. Denn jetzt schauen wir uns das hier mal an. Wir haben hier beim Dollar-Kan-Dollar den ersten Deal gemacht. Der Ausbruch war nach unten. Aber jetzt gucken wir mal, wir haben eine irre gute Ausführung bekommen. Ui. Das ist natürlich, das ist Wahnsinn. Der Ausbruch war nach unten und dann wohl der nächste Tick.
war noch mal sehr, sehr gut, sehr, sehr weit oben. Ich danke Wahnsinn. an den Markt, danke an JFD, hier so eine tolle Ausführung uns zu geben. Das ist, ja, das hätte ich nicht erwartet, aber das sieht man mal, was Chris sagt, ist wahr. Wie gesagt, es ist ein Echtgeldkonto, wie jedes andere auch von Ihnen. Da ist nichts getuned, nichts, ja, da ist einfach, so sind einfach die Ausführungen. Und deswegen, ich habe das auch immer wieder mal gemerkt bei JFD. Ich bin auch bei ein, zwei anderen Brokern noch mit Live-Kunden unterwegs, insbesondere weil ich eine US-Person bin, hier in US, ein, ja, Permanent Resident. Ich wohne in den USA und deswegen stehen mir nicht alle Broker offen aus Gründen der Regulation in USA. Ja, aber deswegen, wir sehen jetzt hier, wir sind schon ins Gewinnziel gelaufen. Hier, ich habe hier bei diesem EA, bei diesem M5-Chart ein sehr, sehr kleines Gewinnziel gewählt. Wir gucken es uns mal hier an. Und zwar ist das so, ist das hier nur, ja, hier, das CP-Vielfache ist das halbe, die halbe Range, 0,5-fache der Range und ab Einstiegskurs gerechnet. Und deswegen, und habe einen, der Stop-Loss wird auf Einstieg nachgezogen, wenn wir 0,25-fache der Range erreicht haben im Gewinn. Und da steigt dann auch ab diesem Gewinnniveau steigt dann auch ein relativ enger Trailing Stop ein mit 0,15 Abstand der Range. Ja, aber wir haben jetzt hier schon das Gewinnziel erreicht. Das ist natürlich super. Das passiert nicht. Schöner Vorführeffekt, sage ich mal. auch da danke. Jetzt müssten wir auch mal hier schauen, warum der US-Dollar-Yen nicht, da haben wir zum Beispiel keinen Deal bekommen. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass ja, im Ausbruchsmoment eventuell, ich schaue mal kurz in die globalen Variablen, die der EA mit nutzt, um die Ausbrüche zu steuern. Hier bei Dollar-Yen 17,06, das ist der M5-Chart hier, die Magic Number des EAs. Da ist wirklich keinerlei Ausbruch festgestellt worden. Wird wahrscheinlich daran gelegen haben, dass das Ganze zu schnell ging, weil, also nach Festlegung, beziehungsweise ich zeige dir noch was. Ich habe hier die Range ein bisschen eingeengt. Ich kann im Deluxe EA, kann ich die Range, die eigentlich gehandelt wird, um einen bestimmten Prozentsatz einengen oder ausweiten. Wenn ich hier in diesem Feld was Negatives eingebe, dann enge ich die Range ein, um jetzt hier das 0,05-fache. Und das kann sein, dass es deswegen quasi, weil die dann enger war als eigentlich gedacht, die Range gab es dann keinen wirklich festgestellten Ausbruchstick. Das könnte durchaus sein. Jetzt schauen wir mal auf den oberen Chart hier. Wir haben hier einen neuen Deal in dieser ganz kurzen Range, die Ausbruchskerze mit abdeckt. Hier sind wir jetzt nach unten ausgebrochen. War wahrscheinlich auch eine ganz gute Idee, hier in dem Fall bei dieser Kurzrange die Ausbruchskerze mit reinzunehmen, weil sonst hätten wir hier einen Ausbruch nach oben gehabt und wer weiß, ob wir da ins Gewinnziel schon reingelaufen wären oder nicht, ob das gereicht hätte und jetzt dreht der Kurs. Von daher auch hat jetzt ganz gut geklappt. Auch wieder schöner Vorführeffekt. Das weiß ich natürlich im Vorhinein nicht, das ist ganz klar, das ist ja alles live. Genau. Und jetzt schauen wir uns auch nochmal die Einstellungen an, wie der gewinnseitig und Verlustrisiko eingestellt ist. Wir stellen hier auf das Zweifache der Range ab als Gewinnziel. Und wenn wir die Hälfte der Range als Gewinnstand erreicht haben, dann wird BE, heißt Break-Even, dann wird der Stop-Loss auf Einstiegskurs nachgezogen. Dann bleibt alles, was im schlimmsten Fall noch passieren kann, ist, dass wir die Commission, die zu bezahlende Commission, verlieren. Aber ansonsten ist das alles, ja, ist alles in trockenen Tüchern. Wenn wir dann das Einfache der Range als Gewinn erreicht haben, dann ziehen wir den Stop ein bisschen enger auf Trailing Stop, TS, und zwar mit dem 0,75-fachen der Range. Müssen wir gucken, ob das hier alles noch, ja, ob das alles noch eintritt oder nicht. Wir warten es ab. Wir schauen hier mal dem Trading noch ein bisschen zu. Also Und der Event selber,
Was gab es denn für Zahlen, Christian? Hast du geguckt, hast du ein Auge drauf, wie Ja, die Non-Farms ausgefallen sind? kann ich dir gleich mal rüberschießen. Was noch witzig ist, wegen der Zeit, nochmal zum Verständnis, die Surfer laufen auf GMT, also Greenwich Mean Time, das ist die Londoner Zeit. Deswegen sind die Surfer bei uns da von der Zeit immer ein Stück weit versetzt. Das wollte ich vorhin noch nachschieben, aber es war ein bisschen schwierig in der Eile des Gefechts. Ansonsten gleich Nachrichten, das ist immer die Frage, machen die Kursen denn Nachricht oder Nachrichtenkurse, kann ich gleich was sagen, aber wir haben viele, viele Fragen kurzerhand, die ich vielleicht jetzt schnell nochmal aufnehmen will für dich. Kann man im Nachgang dann auch bearbeiten. Wie gesagt, wir werden auch nochmal Nachgangsmailer schicken. Schrägstrich Christoph ist ja da eh nochmal mit einem Gimmick am Start. Wann die Range Genau. erhoben wird, das hast du gerade vorher alles sozusagen noch mit reingepackt. Eine wichtige Frage, die jetzt hier noch kam von Peter an der Stelle. Ist der Stop immer fest auf das jeweilige andere Ende der Box gesetzt? Ja, bei diesem EA ist das so. Also zumindest der anfängliche Stop. Also bei Buy Deals ist einfach die Unterkante der, beziehungsweise ein Tick unterhalb der Unterkante, da wo auch der, ja, da ist der Stop-Loss für Buy Deals. Da würde ja dann auch der Sell-Deal eröffnet werden, also ganz, ganz knapp unterhalb der Range. Für Sell-Deals, wir sehen es hier, ist der Stop-Loss, hier die rote Linie, die Stop-Loss-Linie ist ein bisschen oberhalb der Range, das ist einfach der Spread. Weil ja Sell-Deals zum Ask geschlossen werden, also wenn der Ask den Stop-Loss-Kurs erreicht, bei Buy-Deals ist natürlich der Bid als Closing-Kurs ausschlaggebend. Genau, perfekt. Zur Frage, Peter, an der Stelle, Profi-institutionelle Trader, gebe ich dir nicht unbedingt recht, dass die nicht auf die Charts schauen. Ich sag mal, gerade im institutionellen Handel oder im ganz großen Handel ist sicherlich da der fundamentale Fakt viel, viel größer. Das sind auch ganz andere Volumen. Und wenn jetzt irgendeiner, sage ich mal, eine 10 Millionen Dollar Yen-Order an den Markt bringen will, wird er nicht im 5-Minuten-Chart auf eine Charttechnik oder Formation schauen. Das ist klar. Aber Charttechnik oder auch technische Analyse beziehungsweise markante Price-Levels dienen einfach dem Risikomanagement. Und dazu brauchst du Price-Action und die gibt dir der Chart. Man kann das auch alles mit Fixprozent allen Parametern machen, aber wenn man dazu die Massenpsychologie des Charts nutzt und dazu ist er da, dazu gibt es die Range, die signalisieren uns auch hier entsprechende Price-Action, Angebot-Nachfrage-Verhältnisse und dafür sind sie da. Also ich will da nochmal ein Stück weit auch die Lanze für die technische Analyse brechen. Das ist keine Kaffeesatzleserei. Wir lesen auch nicht in Knochen oder irgendwas, sondern wir betrachten die Massenpsychologie des Charts. Und da kann man jetzt halten, was man will von. De facto schauen auch die Profis auf Tick-Charts, auch wenn hier Level 2 Order Flow, Order Buch viel entscheidender ist und auch fundamental ist, muss man das alles immer ein Stück weit im Einklang bringen, weil das Ultima Ratio gibt es letztlich nicht. Es ist eine Summe aus vielerlei Sachen, die da letztlich gerade bei den Profis zur Marktentscheidung führen. Ja, und das sind auch manchmal gewisse Orders, die von oben kommen, die einfach umgesetzt werden müssen, ob der Markt nun bullisch oder bärisch ist. Ansonsten, was haben wir hier noch? Ich Lass will noch mich. kurz, kann ich Bitte, kurz bitte. einschießen? Bitte. Mir ist es gerade gekommen, warum hier in dem Dollar-Yen-Chart kein Sell-Deal eröffnet wurde. Und zwar, wir haben den MA-Filter, ja, aktiv. Das heißt hier, der Kurs ist aktuell oberhalb, also bei Ausbruch ist der Kurs oberhalb des MAs, des EMAs, und deswegen darf kein Sell-Deal geschehen. Deswegen hier im Dollar-Yen-Chart können aktuell, so wie es jetzt eingestellt ist, kann man natürlich rausmachen, können nur Buy-Deals eröffnet werden. Das nochmal kurz. Also das ist keine Fehlfunktion vom EA oder auch kein Jump oder irgend sowas, kein Gap-Geschichte gewesen, wie ich zuerst vermutet hatte, sondern das ist lag an dem MA-Filter. Wieder zurück an dich. Okay, eine andere Frage ist, berücksichtigt der EA eben auch dieses Slippage, sprich, wenn eine Ausführung 10 Pips oder Punkte schlechter ist, dass dann auch der Stopp entsprechend 10 oder 15 Punkte höher oder tiefer liegt? Gute Frage. Der initiale Stop nicht, weil der immer auf der Gegenseite der Range gesetzt wird. Aber wenn es ums Nachziehen geht, wenn es jetzt um das Trailing geht, um die Break-Even-Funktionalität, da zählt der Einstiegskurs, nicht das gegenüberliegende ja, Box-Level. Okay, super. Das ist wichtig zu wissen, ob das eben flexibel ist, Slippage berücksichtigt. Es gibt sicherlich auch Einstellungen, wo man das durchführen kann. Eine andere Frage ist noch,
Warum wurde die Sell-Order so hoch ausgeführt? Berücksichtigt, genau, das war das mit der Slippage. Also da kann ich auch sagen, Riesenunterschied zu Demo und Live. Wenn ihr zum Beispiel Demo-Testing macht, Spec-Testings oder eben überhaupt ja, in einem virtuellen Umfeld handelt, bekommt ihr jede Order zu dem Preis, den ihr sozusagen in den Markt schießt, weil es schlichtweg virtuell ist. Selbst bei solchen Slippages bzw. Spread-Ausdehnung oder auch Ausbrüchen, wie wir sie hier jetzt sehen, kann es durchaus dazu kommen, dass ihr in der Demo natürlich dann immer exakt das Ticket dann ausgeführt kriegt an dem Punkt, wo das die Order sitzt, jetzt Stop Loss oder Take Profit. Aber in der Realität ist das anders, weil da geht es eben dann auch, zu welchem Tick der nächste Preis kommt. Und beim US-Dollar Cut und Looney, müsst ihr wissen, haben wir heute auch 14:30, meine ich sogar, News gehabt. Lass mich mal kurz gucken. Genau, da kam auch Cut Ja, News, doch, genau. Arbeitslosenquote genauso. Da gab es wieder mal grob mit der Kelle. Die neu geschaffenen Stellen sind übrigens schlechter ausgefallen als erwartet. Arbeitslosenquote in den USA ist gleich geblieben. Aber bei Kanada gab es auch noch eben auch die Arbeitslosenquote, und da ist der Looney, also US-Dollar Cut, immer noch ein bisschen schnippiger. Und das sehen wir auch hier. Und in dem Fall, ja, gab es eben den Ausbruch, und der nächste Fill, der nächste Tick war dann auf einem ganz anderen Price-Level wieder, so aus dem Interbankenpool. Und da geht es bei uns auch immer, Bid und Ask kann ja von verschiedenen Seiten kommen. Es kann auch mal ein Spread von null geben, sprich, die eine Bank macht denselben Preis wie die auf dem Ask, wie die andere auf dem Bid macht. Das kann passieren. Und hier war es dann tatsächlich so, dass der Tick dann nach dem Ausbruch höher ausgeführt wurde. Das wäre sicherlich ein anderes Thema gewesen, wenn du so einen Slippage-Filter gehabt hättest beim Looney, oder? Du meinst, also wenn es geht, hier haben wir ja jetzt für den Kunden positive Slippage. Slippage. Korrekt. Ich weiß nicht, die wird, also ich habe hier jetzt, nee, der würde sonst nicht raus, also der wird auf jeden Fall nicht rausgefiltert. Die, ja. Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel, der ist natürlich positives Slippage wie Ja. negatives Slippage, da hast du jetzt nicht den Filter drin, wenn das jetzt irgendwo ein Stück weit jetzt über dem Durchschnitt der letzten 10 Kerzen liegt oder irgendwas, dass der sozusagen dann den Trade nicht umsetzt. Also das ist immer genau der Punkt, oder? Also dass du sagst, also der setzt den Trade hier so um, wie es ist. Wenn du Also, so einen Slippage-Filter hättest, würde er es schlichtweg nicht machen. genau, also jetzt verstehe ich, was du meinst. Entschuldigung, Kein Problem. stand gerade auf der Leitung. Genau, also der ist ein Slippage-Filter drin, der ist pauschal bei 100 Punkten eingestellt. Also 100 Punkte sind 10 Pips beim Euro-Dollar, also 0,00100. Beim Dollar kann Dollar auch, beim Dollar Yen sind 100 Punkte 0,1. Das ist ein Standardwert, der für negative Slippage verwendet wird, jetzt in diesem EA. Okay, Genau, spannend an der das ist. Stelle. Bevor wir den Markt gleich nochmal uns anschauen, Euro-Dollar in dem Fall auch, wie gesagt, erstmal ein gutes Beispiel beim Looney gewesen, jetzt beim US-Dollar ganz klar Risiko definiert. Euro schießt hier schön nach oben raus, glaube ich zwar, ist keine lange Geschichte, aber die Euphorie dürfte sich sicherlich in Kürze umkehren. Übrigens hier, ich hatte heute auch ein schönes Video zum Gold und auch Euro-Dollar auf meinem Devisenradar. Wenn der Euro noch ein bisschen weiter hochspuckt, 1,1070, auch unter Swing-Trading-Gesichtspunkten, sehr interessantes Level für eine Wiederaufnahme des übergeordneten Abwärtstrends. Da einfach mal auf die Charts schauen. Aber eine Frage noch, Christoph, ne, du sollst dich ja nicht langweilen. Ist die Zeiteinstellung für die Box von einschließlich bis einschließlich, also auf die Minute sozusagen? Ja, da geht es um 1-Minuten-Kerzen. Also da gibt man vor, der Zeitstempel der 1-Minuten-Kerze, die verwendet werden sollen. Also 13:25 Uhr, im MT4 beginnen die Kerzen mit dem Zeitstempel, den sie tragen, also die Zeit, das ist der Anfangszeit der Kerze. Das heißt, es geht hier um 13:25 Uhr bis zum Ende der 13:30 Uhr Kerze. Das heißt, im Endeffekt um 13:31 Uhr kann das Trading losgehen, hier jetzt bei dieser speziellen Einstellung. Und es geht um M1 Kerzen, genau. Okay, super, super. Aber der A, wie man es hier unten sieht, der kann auch hier auf M5 laufen. Das ist dem im Prinzip egal, auf welchem Timeframe er läuft. Wir können ihn auch hier umschalten. Hier können wir auf M15 gehen, zum Beispiel, um mal anzugucken. Das macht dem EA grundsätzlich nichts aus. Der ist so programmiert, dass er eben einfach immer auf M1 schaut und im Hintergrund und der ausgewählte Timeframe keinerlei, ja, Auswirkungen auf das Trading selber hat. Es muss natürlich anzeigbar sein. Wenn ich auf den D1-Chart gehe, dann sehe ich halt die Box nicht mehr.
weil halt die Range nicht abbildbar ist. Aber auf einem, was ich, einem M30 würde ich es schon wieder sehen. Ne? Das ist aber, hat logische Gründe, nicht trading-seitige Gründe. Jetzt spannend an der Stelle. Jetzt ist praktisch die obere Box getriggert worden, Murphy's Law. Genau. Jetzt dreht er gerade nach unten wieder. Also das ist natürlich auch live und wie gesagt, wir malen ja hier die, wir machen ja nichts malen nach Zahlen, sondern der Markt zeigt hier an, wie es läuft. Und in dem Fall jetzt auch ein konträres Beispiel. Er wird getriggert und läuft jetzt erstmal prompt wieder in die Gegenrichtung. Richtig. Genau, das kann immer wieder passieren. Deswegen ist es auch immer wichtig, ein Portfolio zu verwenden und auch das nicht jetzt nur als separat zu betrachten. Also, ah, jetzt hier, was jetzt heute passiert ist, ist entscheidend für die Zukunft, ob das eine gute oder eine schlechte Strategie oder eine gute oder eine schlechte Einstellung des EAs ist, sondern das sind einfach, es sind, du sagtest es so schön im Video heute, in deinem Devisenradar heute Morgen, glaube ich, Chris, du sagtest so schön, es ist ein Deal unter vielen und es ist einfach eine Strategie, die muss man stringent, ich sag mal, am besten mehrere Monate, Jahre vielleicht sogar durchziehen, je nachdem, wie halt die übergeordnete Markteinschätzung ist. Und dann erst kann man wirklich langfristig erfahren, was ist jetzt, was hat sich jetzt hier getan, ist es sinnvoll oder nicht. Deswegen auch ganz wichtig, am Anfang Erfahrung zu machen im Demokonto. Einfach mal ein Portfolio aufbauen auf einem Demokonto und dann mal einfach 2, 3 Monate laufen lassen. Dann kriegt man auf, kriegen Sie einfach, wenn das dann täglich, wenn Sie es hier, wenn Sie das täglich verwenden, nicht nur zum Non-Farm Payroll oder zum News Trading, sondern wirklich also das Grundkonzept des Open Range Breakouts ist ja, dass man morgens zum Beispiel die Range zwischen 8 und 9 Uhr misst, oder zwischen 6 und 8 Uhr und dann geht es den Rest des Tages um Ausbrüche aus dieser Range Box. Das ist der ursprüngliche Gedanke hinter dem Open Range Breakout, den man dann wirklich täglich verfolgen kann. Und wenn Sie dann, ja, wenn Sie oder wir, ich mache das genauso, also ich habe auf einem Test-Setup, habe ich jetzt schon seit 3 Monaten acht verschiedene Symbole laufen mit diesem Open Range Breakout, ja, um einfach Erfahrung zu sammeln. Mit welchen Einstellungen ist es sinnvoll oder ja, wie auch die übergeordnete Markteinschätzung, News, Lage, was sagt Herr Trump mal wieder, wie sich das so alles auswirkt und um da auch ein Gefühl zu entwickeln, was gut ist und was nicht. Das ist ganz wichtig, das eben so zu sehen, ganzheitlich. Genau, und deswegen, wenn wir es jetzt aber uns anschauen, wenn wir hier eine enge Range, eine kurze Range genommen hätten, die wir mit der NFP-Kerze schon getradet hätten, ja, also mit dieser Ausbruchskerze hier, ich mache es mal größer, damit man es ein bisschen besser sehen kann, dann wäre die Box ja viel, viel kleiner gewesen. Hier, die hätte hier irgendwo aufgehört. Ich zeige es hier mal kurz ein. Die hätte hier irgendwo aufgehört. Der Unterrand wäre der gleiche gewesen. Aber dann hätten wir hier einen Ausbruch gehabt. Vielleicht hätte es gereicht, um in Take Profit zu laufen. Vielleicht aber auch nicht, weil da hätten wir aber eventuell Slippage bezahlen müssen, weil es ja doch eine sehr, sehr hektische Phase ist. Also wissen wir nicht. Hätte vielleicht funktionieren können, vielleicht eben auch nicht. Und dann, wenn nicht, dann wären wir hier wieder zurückgelaufen, hätten hier einen Verlustdeal mehr gehabt. Wäre der erste in Verlust gelaufen. Weiß man jetzt nicht, ne? Wäre jetzt auf Slippage drauf angekommen, ob das hier in Take Profit gelaufen wäre oder nicht. Der EA ist jetzt so eingestellt, der Basis-EA, der läuft einfach weiter. Sie können hier einstellen, welches Risiko Sie pro Deal haben wollen, 0,1% vom Equity. Da wird dann der Range-Abstand als Stop-Loss-Kursabstand ist das Kursrisiko und dann eben mit dem aktuellen Equity multipliziert und daraus dann automatisch die Lot-Size errechnet. Und da wird einfach immer weiter gehandelt, bis die maximale Dealanzahl pro Tag, die Sie hier auch einstellen können, eben 3, erreicht ist. Ja, und damit haben Sie ein effektives Risikomanagement. Wir können hier pro Tag nie mehr als 0,3, also 3 Deals mal 0,1% verlieren. Das ist wichtig. Das ist mir auch wichtig, dass wenn Sie jetzt diesen EA haben wollen und damit traden wollen, der ist käuflich erwerbbar. Und da kommt jetzt auch gleich noch ein Gimmick, ein Free Giveaway.
Na, du schießt ja mit deinem Haus. Übrigens, ich kann ganz kurz sagen, für alle, die jetzt also wach sind neben dem Gimmick, wir machen ja nächsten Monat auch nochmal ein Programm-Setup schon wieder. Das weiß noch kein Mensch, weil wir das ja erst kürzlich vereinbart haben. Aber wir haben ja monatliche Workshops auch bei JFD, deswegen immer mal auf dem Webinar-Kalender schauen. Und da habe ich mit Christoph schon mal den Ansatz, dass wir da nochmal auch so einen Learning-Workshop machen. Aber das Ganze gibt es vorab schon mal bei dem Paket, wo du jetzt sagst, wir haben ein schönes Gimmick für unsere Kunden am Start. Genau, richtig. Ja, vielleicht kommen wir da auch gleich mal dazu. Aber was ich noch ergänzen wollte, also mir ist bei solchen Sachen immer wichtig, dass Sie wirklich gutes Risikomanagement machen können, weil das ist das A und O im Trading allgemein, im EA-Trading noch viel mehr, dass Sie wirklich wissen, welche Risiken Sie eingehen. Sei es eben bei einer Strategie wie dem Open Range Breakout, lässt sich das halt immer sehr, sehr gut, sehr, sehr genau definieren. In der Deluxe-Version können Sie hier auch einstellen, ob nach einem Gewinndeal da quasi das Tagesende schon vorzeitig eingeläutet wird. Jetzt hier ja, deswegen wird auch hier bei Dollar keinerlei Deals mehr geschehen in dem Chart hier unten, weil wir hier einfach schon einen Gewinndeal haben. Da wird dann werden keine Ausbrüche mehr gehandelt an dem Tag. Und wir können hier auch einen Lot-Multiplikator nach Verlust einbauen, wenn ein Verlust kommt, wie jetzt hier oben in diesem Beispiel. Wenn ich hier oben jetzt den Deluxe verwendet hätte und hier mit einem zweifachen, mit einer Verdoppelung der Lot-Size gearbeitet hätte, dann wäre wir hier ich glaube, das waren 0,02 Lots rein und dann hätten wir hier oben eine 0,04er gemacht. Wenn es jetzt nochmal runtergelaufen wäre, dann wäre es eine 0,08er Lot-Size-Position, aber dann hier auch Ende nach drei Deals. Dann hätten wir, was hätten wir dann an Risiko? 0,1 plus 0, doppelte 0,2 ist 0,3 und dann nochmal das Vierfache von der Ursprungs von 0,1, 0,4, also 0,7%, wir stünden dann im Feuer, kann man also dann auch ganz genau berechnen, obwohl natürlich Risiko erhöht, zweifacher Lot-Size-Hebel nach Verlust natürlich auch immer eine gewisse Brisanz mit sich bringt, das auch nicht für jeden geeignet und auch nicht nach, ja, also nach Vorlieben und natürlich auch nach Risikotragfähigkeit. So, und jetzt kommen wir aber zum Gimmick, zu unserem Giveaway. Und zwar können Sie als Webinarteilnehmer und als JFD-Kunde können Sie diesen EA kostenlos haben. For free. Normalerweise kostet die, Sie können, ich zeige es Ihnen gleich mal. Sie können auf diese Webseite hier gehen. mindfulfx.de/orb-ea. Stell sie Nochmal gleich in mal rein, groß. parallel, damit das am besten. Ich stell sie gleich mal in den Chat. Ich glaube, die Funktion hast du gar Ah, das nicht. wäre super. Ja, fällt mir jetzt gerade ein. Da Aha. kann der Kunde Okay. beziehungsweise der Zuschauer direkt, wer denn Mal hoffentlich Kunde mitlesen. werden will, mitlesen will. Genau, ich stell's gleich mal rein. Keine Frage. Das hat was letztes Mal nicht Super. gemacht. Aber fahr ruhig fort. Wie gesagt, und wichtig, möchte ich Genau. da kurz anknüpfen: Risiko, Money Management, das A und O. Hier steht am Ende wirklich. Schön, dass du übrigens das der Wiesenrad da heute verfolgt hast. Wusste ich gar nicht an der Stelle, dass der Christoph da auch hin und wieder mal drauf schaut. Aber Ja, doch, das ist eine gute Veröffentlichung, die du da machst. Das ist echt cool. ja, und auch schon viele, viele Jahre alt, und es macht mir auch Freude dahingehend. Und man kann richtig liegen oder auch mal falsch, das ist das Gesetz der Wahrscheinlichkeiten. Und das könnt ihr, liebe Leute, nur kontrollieren, indem ihr das Risiko kontrolliert. Ja, wenn ihr den Risikoparameter im Griff habt, wisst, was ihr verliert, das ist das Erste, darüber Gedanken machen. Deswegen, Christoph, auch sehr, sehr schön kleine Einheiten. Hier geht es eben nicht um den einen Supertrade, sondern um hunderte Trades, vielleicht tausende Trades. Genau. Dann wird es entscheidend. Und genau das will ich auch kommunizieren. Da ist wirklich hier ist dann wirklich die Klasse, die Qualität. Also ihr müsst wirklich die Masse der Trades sehen und auch die Wahrscheinlichkeiten abschätzen, abwägen und den Wahrscheinlichkeitswert überhaupt auch erkennen. Und das ist elementar. Also pass auf, ich stelle die Seite gleich mal rein und du kannst schon mal Ja. fortführen. Genau, also normalerweise kostet die Basisversion, die kleinere, wo sozusagen die schmale und leichter zu verwendende Version 55 Euro. Und die Deluxe-Version mit all den schönen Dingen, wie auch übrigens Signalumkehr. Also Sie können dann statt einem Boxausbruch auch einen Boxeinbruch handeln. Es gibt Boxgrößenfiltern, genau, und es gibt auch einen Wochentagsfilter. Können Sie zum Beispiel am Sonntagabend können Sie das Ding einschalten und sagen, ich will nur am Mittwoch handeln und dann können Sie es bis zum nächsten Wochenende vergessen.
Solche Sachen sind alle eben in der Deluxe dabei. Und die kosten normalerweise 125 Euro. Und jetzt gibt es mit diesem Webinar-Sonderangebot mit unserem Superpartner JFD, gibt es das kostenlos. Dazu brauchen Sie ein paar Voraussetzungen, die Sie erfüllen müssen. Zwar einerseits brauchen Sie ein Echtgeldkonto bei JFD, ein MT4-Echtgeldkonto, also nicht MT5. Den EA wird es sagen wir, in absehbarer Zeit auch auf MT5 geben, aber aktuell sind wir auf MT4, der marktführenden Plattform, noch ausschließlich unterwegs. Genau, also Sie brauchen ein MT4-Echtgeldkonto. Und das muss über ein gewisses Mindestkapital verfügen und es muss unserer Werbepartnergruppe zugeschlüsselt sein. Wie geht das? Das ist alles, ja, wie geht das jetzt alles? Ist aber alles kein Problem. Wenn Sie noch kein Konto haben, dann können Sie hier auf dieser Webseite einfach hier auf unseren Partnerlink klicken, Konto eröffnen. Das wird dann automatisch unserer Partnergruppe zugeschlüsselt. Wenn Sie schon eins haben, dann können Sie es einfach über eine kurze E-Mail an support@jfdbank unserer Partnergruppe zuschlüsseln lassen. Beispieltext ist hier auch genannt. Den schicke ich Ihnen auch nochmal per E-Mail raus. Zumindest wenn Sie sich für, wenn Sie sich unten in dieser, auf dieser Webseite hier in das, wenn Sie den bestellen, sozusagen kostenfrei bestellen, dann schicke ich Ihnen alle Infos, wie das geht. So, um den Deluxe zu bekommen, brauchen Sie ein Kontokapital von mindestens 5.000 Euro. Um die Basisvariante zu bekommen, dieses EAs kostenfrei brauchen Sie 2.000 Euro auf dem Tradingkonto, auf dem Echtgeldkonto. Dann müssten Sie auf jeden Fall noch einverstanden sein, dass der Chris und sein Team und ich und mein Team, wir uns austauschen darüber, dass wir eben checken können, dass Ihr Konto in unserer Partnergruppe eingeschlüsselt ist und eben über dieses Mindestkapital, das vorgegebene, verfügt. Alles andere tauschen wir nicht aus, sondern es geht wirklich nur um diese zwei, Dinge. Zu welcher Partnergruppe sind Sie eingeschlüsselt oder ist dieses Konto eingeschlüsselt und welches Equity haben Sie auf dem Konto? Diese Sachen tauschen wir dann aus, mehr nicht, aber auch natürlich für mich gilt absolute Vertraulichkeit über Ihre Daten hin. Das ist dann im nächsten Punkt natürlich auch noch erwähnt, wenn Sie mitmachen, geht halt Lizenzvereinbarung, Risikohinweis und so weiter, unsere AGBs und die Datenschutzbestimmungen, die Sie hier über die Links einsehen können. Sie haben ein bisschen Zeit, um dieses Angebot wahrzunehmen, und zwar genau eine Woche und ein paar Stunden. Bis nächsten Freitag können Sie sich auf diesem Formular hier eben für diesen EA bewerben oder was heißt bewerben. Sie können ihn einfach bestellen, kostenlos. Und dann, sobald wir mit JFD das geprüft haben, dass Partnergruppe und Equity im Konto passen, dann kriegen Sie den zugeschickt. Genau, einfach dieses Formular ausfüllen. Also hier zum Beispiel Christoph Enslin, das bin ich, Ihre E-Mail-Adresse reinschreiben, dann die Kontonummer JFD-Kontos. Sie wählen aus, ob Sie Basis- oder Deluxe-Variante haben wollen. Und dann müssen Sie hier zustimmen, den obigen Bedingungen, insbesondere Datenaustausch und Lizenzvereinbarung. Hier die Punkte 6 und 7. Also wirklich nur klicken, wenn Sie damit einverstanden sind. Wenn nicht, dann können Sie leider nicht an der Aktion teilnehmen. Aber sagen wir mal, das ist, ja, lasse ich einfach mal, überlasse ich Ihnen. Genau. Und dann, wenn Sie wollen, ich schicke freitags eine wöchentliche Mail raus mit super spannenden Informationen zum EA-Programmieren, zum Trading, zur EA-Verwendung, solche Sachen. Und die können Sie optional mit dazu bestellen und dann einfach hier jetzt bestellen klicken. Und dann, ja, dann haben wir, ach so, ich habe jetzt keine E-Mail angegeben. Wie ist meine E-Mail-Adresse hier? So, und wenn Sie eine Frage haben, können Sie übrigens hier an mich schreiben auch. ce@mindfulfx.de, die können Sie gerne verwenden und dann mir Fragen stellen. Genau, und dann werde ich mich mit Ihnen in Verbindung setzen und dann kriegen Sie den EA kostenlos. Super, super. Also da muss ich nochmal sagen, vielen Dank, Christoph, weil wir selber oder ich selber habe ja früher auch viel EA-Programmierung gemacht. So, wir haben ja auch selber schon Aufträge mal über Mindful laufen lassen.
Ist wie gesagt sehr, sehr spannend und interessant. Definitiv, dass man sich hier algorithmisch unterstützen lässt. Dafür ist der MetaTrader auch sehr, sehr gut geeignet. Der 4 wie der 5er, dass du für den 5er jetzt da auch in den Loop gehst, finde ich hervorragend. Und genau, ansonsten kann man nur sagen, Christoph macht auch Live-Events, vielleicht auch mal wieder einen in Deutschland. Wenn ihr da beim Newsletter sozusagen euch auch anmeldet, könnt ihr da oder werdet ihr eh automatisch informiert, wenn da mal wieder was stattfindet. Dann ist Christoph da auch in Nähe unseres Offices in Stuttgart meistens zugange oder irgendwo anders. Das, wie gesagt, wird sich da auch mal anschließen, wenn sich da irgendwann in den nächsten Monaten oder 2020 die Möglichkeit ergibt. Da werdet ihr auf jeden Fall immer up to date informiert. Insofern auf jeden Fall den Newsletter auch ankreuzen. Und wie gesagt, auch vielen Dank, Christoph, dass du uns deine Zeit schenkst, den AR auch Kunden sozusagen vermittelst. Das ist ja auch jetzt, sage ich mal, Hirnschmalz, Arbeit gewesen in diesem Kontext und eben alles, was du sozusagen dann damit noch weiter tust. Es gibt, wie gesagt, noch weitere Versionen. An der Stelle kann ich auch sagen, von Teilnehmern, die schon bei dir waren, auch Genau. zwei sehr enge, die den letzten Kurs von dir auch genutzt haben, den du hier sozusagen dann auch nochmal mit angeboten hattest. Ein ganz hervorragend großes Videosetup. Hast du ja auch noch einen Videokurs, beziehungsweise ein direktes Webinar-Szenario, ne? Genau, wir hatten für die Programmierung jetzt gerade dieses EASEN eine Workshop-Serie, eine Online-Live-Workshop-Serie gestartet. Ganz genau. Die war zweimal 4 Termine, also es war in 2 Teile aufgeteilt und da, ja, das war eine super Attendance, also viele, viele Leute haben teilgenommen. Da war eine deutlich zweistellige Teilnehmerzahl und ja, viele Leute haben geweint, wie man immer so schön sagt. Nee, aber natürlich, also mit Was? Videoaufzeichnung. Viele Leute haben geweint. Den Witz musst du mir jetzt mal erklären. Aber okay, viele Leute haben geweint. Der ist gut. Ja, das ist gut. Nee, also es war eine tolle Geschichte, war super interaktiv. Da gehe ich natürlich auch viel auf Wünsche ein von den Teilnehmern, dass auch wirklich das zustande kommt, was die Leute wollen. Gerade jetzt die Deluxe-Version ist, so wie sie jetzt ist, da sind eigentlich viele Wünsche eben dieser Teilnehmer, dieser Workshop-Teilnehmer mit drin, dass es wirklich ein EA ist, der in der Praxis gewünscht ist. Nicht nur einen, den ich mir jetzt irgendwie ausdenke, da wo ich denke, ja, oh, das könnten die Leute gebrauchen, sondern das brauchen die Leute. Also das ist auch der Open Range Breakout, das ist auch unser Bestseller. Auf jeden Fall jetzt schon in kurzer Zeit geworden. Wir haben den ja, glaube ich, erst seit 2 Monaten im Angebot und eben im Vorfeld den Workshop. Das ist einfach eine beliebte Strategie. Es ist einfach zu verstehen und einfach nachzuvollziehen, aber trotz allem sehr, sehr flexibel einsetzbar. Wie man es jetzt bei uns sieht, jetzt hier fürs News Trading, aber auch fürs tägliche Trading. Genau, und achso, jetzt bin ich wieder abgeschweift. Aber wir haben über die Workshops ge geredet. Genau, also das machen wir auch. Und da kommen wir, glaube ich, auch dazu im Oktober dann. Ne? Da machen wir den nächsten Genau. Programmier-Live-Event. Genau, Ich glaube, 22. Oktober war das der genau. Termin, den Genau, wir. das ist jetzt schon Genau. absolut Insider. Ihr wisst mehr als mein Webteam und unsere Webinar Creator. Aber genau den 22.10. könnt ihr euch schon mal eintragen. Werden wir auf jeden Fall an den Start bringen. Und wir haben jetzt hier auch schon zwei Teilnehmer, die sich direkt im Chat gemeldet haben. Einmal der Jürgen. Die Teilnehmer haben geweint, weil es leider schon zu Ende war, schreibt er. Und der Bernd schreibt Ah, dann danke, auf der danke. anderen Seite, weil es immer 2 Stunden länger ging. Deswegen wurde es Ja. nochmal verlängert. Also du lieferst da Genau. wirklich reichlichen Content. Und das könnt ihr euch, wie gesagt, im Ja. Oktober da auch nochmal genau an der Stelle anschauen. Ansonsten, wie gesagt, das Angebot heute ist supi. Wir schauen mal, was die Märkte machen. Das ist natürlich bei Algos auch immer fein, dass man hier nicht selbst den Button drücken muss, sondern sozusagen das Ganze überwachen, handeln kann. Und ich weiß auch zum Beispiel von Bernd, der eben auch hier heute dabei ist, dass er ich glaube, es auf 3, 4, 5, 6 Underlyings anwendet mit unterschiedlichen Zeiteinheiten, also auch mit diesem EA als Grundkonstrukt etwas spielt und auch hier die Deluxe-Version hin und wieder da in seine eigenen Einstellungen bringt, um sozusagen da seinen Erfahrungsschatz dann ja auf diesen EA umzumünzen. Und ich will nicht sagen, zu überoptimieren, aber eine passende Einstellung für die jeweiligen Märkte zu finden. Und wie gesagt, das ist auch wichtig, dass man da natürlich auch durchaus Schaltstellen hat, die sich auch dem Markt anpassen. Ja, ob das Volatilität ist, Slippage über dem EMA oder unter dem EMA, wie auch immer, da könntest du wirklich viel, viel erfahren. Deswegen, das können wir jetzt gar nicht in diesen Live-Event reinpacken, weil wir sind, Christoph, halt dich fest, wir sind schon fast wieder eine Stunde am Werkeln. Ja, in Wow. der Tat, weil theoretisch der Live-Event
Ja, eigentlich 30, 45 Minuten, dann müssten wir durch sein. Wir sind aber schon Ja. relativ lange auch am Start. Der Event selber ist jetzt auch schon rum. Das heißt, da kommt jetzt eigentlich nichts mehr an News oder was man jetzt an News erwarten sollte. Das ist alles schon Genau, verdaut. natürlich. Das heißt, das ist durch. Jetzt haben wir nochmal heute, ja, am Abend haben wir wieder die Commitment of Traders Report. Das ist aber dann schon weit nach europäischem Handelsschluss 21:30 US, also deutscher Zeit, aber dann eben am Abend des US-Markts. Und dann haben wir noch den Mr. Jerome Powell, der hier heute dann nochmal eine Rede hält in Zürich. Genau. Aber dann ist das Thema heute eigentlich auch durch. Insofern würde ich sagen, für alle Webinar-Teilnehmer, weil die Frage kam, es gibt auch die Aufzeichnung, die wird es am Montag dann nochmal an alle geben, die heute dabei waren, auch die, die jetzt zeitlich keine Zeit hatten oder früher rausgehen mussten. Der eine oder andere hat das Webinar dann zeitlich bedingt, deswegen fiel es mir auf, schon verlassen müssen. Der hat nämlich gedacht, dass es immer 15 Uhr schon aufhört. Aber sei es drum. Wir haben wieder eine tolle Zeit gehabt. Wir hatten sowohl Pro auch Contra, ja, einen Gewinntrade mit positiver Slippage, dann aber auch genau das Umgekehrte. Und der Euro-Dollar, der läuft jetzt noch je nach deiner Einstellung entsprechend weiter, ne? Genau, da schauen wir uns mal, genau, da schaue ich einfach mal für den Rest des Tages, was da noch so kommt. Ich lasse den laufen und genau, und ansonsten melden wir uns bei Ihnen per E-Mail mit Aufzeichnung und nochmal dem Promo-Link hier, meinfx.de/orb Genau. EA. Und genau, dann von meiner Seite jetzt herzlichen Dank für die rege Teilnahme, dass Sie dabei waren und so lange durchgehalten haben. Alles Gute für Ihr Trading. Ja, super. Christoph, da hast du mir tatsächlich schon das Wort aus dem Munde genommen. Ich sage auch vielen Dank. Mehr gibt es dem nicht hinzuzufügen. Ich hoffe, ihr konntet einen kurzen Einblick bekommen. Wie gesagt, mehr davon gibt es dann im kommenden Monat und darüber hinaus auch über die Workshops, die dann der Christoph eher anbietet, um dann noch mehr in das EA und Algo-Trading einzutauchen. Gruß über den großen Teich sozusagen, Christoph. Mach dir auf jeden Fall noch einen guten Freitag. Finde auch fein ins Wochenende. Wir haben eh engen Kontakt und der Draht glüht. Und für alle Webinar-Teilnehmer auch im Namen von uns beiden ein schönes Wochenende an der Stelle noch. Danke, dass ihr dabei wart. Gern wieder. Bleibt immer informiert beim Newsletter von MindfulFX und JFD. Und bis dahin, schönes Wochenende und auf bald. Ciao dabei.